Heute geht es im Sportsflash um einen Vergleich der Ligasysteme in Europa, am Beispiel Deutsche Bundesliga und den USA. Bei letzteren schauen wir stellvertretend für die National Football League, die Major League Baseball, die National Hockey League und die Major League Soccer, deshalb noch tiefer in die National Basketball Association, die NBA. In den letzten 10 Jahren gab es in der NBA 7 verschiedene Meister. Im Vergleich dazu ist bei uns Bayern München gerade auf dem Weg zum 10. Titel hintereinander. Den meisten Umsatz in der NBA machen die Los Angeles Lakers mit 316 Millionen Dollar. Das ist weniger als 50% des Umsatzes von Bayern München. Aber dennoch, der durchschnittliche Gewinn pro Club in der NBA lag trotz Corona in der letzten Saison bei über 60 Millionen Dollar, wohingegen die allermeisten Bundesliga-Clubs nicht nur seit Corona negative Zahlen schreiben. Also, wie funktioniert das? Es liegt hauptsächlich an 3 Mechanismen. Erstens, da wäre das Salary Cap, die Gehaltsobergrenze pro Team. In der NBA liegt diese aktuell bei 117 Millionen Dollar. Was bedeutet, die Superstars, die den Unterschied machen, verdienen sehr viel, die Durchschnittsspieler aber verhältnismäßig wenig, wohingegen im europäischen Fußball vor allem diese in der Summe zu Buche schlagen. Das trifft auch auf die Agenten der Spieler zu, die in der NBA auf maximal 4% der Spielererlöse begrenzt sind. Im Fußball dagegen kann ein Agent nach oben hin offen verdienen. Zweitens. Die NBA-Clubs können bis zu 100% im Eigentum von Investoren stehen, die dann auch bereit sind, viel zu investieren, da es keinen Auf- und Abstieg und somit ein vermindertes Risiko gibt. Bei uns spielen hingegen die meisten Traditionsvereine inzwischen nicht mehr in der Bundesliga. Und last but not least, drittens, gehen die Medien- und Sponsoreneinnahmen im Gegensatz zu Deutschland und Co. immer weiter nach oben, weil das Produkt äußerst spannend und attraktiv ist. Hierfür sorgt zum einen der Draft. Ein System, bei dem die aktuell schlechteste Mannschaft den besten Nachwuchsspieler verpflichten kann und umgekehrt. Und zum anderen die Playoffs, die die Saison zum Ende durch K.O.-Spiele praktisch nochmal bei Null beginnen lassen. Das amerikanische System hat sich über die letzten Jahrzehnte ganz klar durchgesetzt. Und in Europa werden nun Corona-beschleunigt Anpassungen heftig diskutiert. Meine Meinung dazu? Die nationalen Ligen sind gut beraten, Systemumstellungen schnell und intensiv zu prüfen. Sonst ist die Super League, die komplett nach amerikanischem System aufgebaut ist, nicht mehr lange zu verhindern.